Hey Leute, mein Name ist Lina und willkommen zu einem neuen Video. Dinge, die kleine Kinder machen, Teil 2. Vor ein paar Tagen wurde ich von meiner kleinen Nichte Sophia besucht. Und sie hat mir etwas super Niedliches gebastelt. Schaut her. Hier ist so ein Herzchen, wenn man das aufmacht, mit einem Topmodel. Hier ist auch wieder ein Herzchen und Lina. Hier steht, ich liebe dich und weil du die Beste bist. Und nur 2 Stunden später erhielt ich das hier. Tadada. Lina, du bist dumm. Ha, ha, ha. Mit einem Mittelfinger, Leute. Und das alles nur, weil ich kurz beschäftigt war und keine Zeit für sie hatte. Plus dazu wollte sie mir eine saftige Ohrfeige verpassen, aber dazu ein anderes Mal. Ich habe mich natürlich erstmal darüber ein bisschen aufgeregt und mich über die heutige Jugend beschwert. Eieiei. Aber dann habe ich mich daran erinnert, was ich so als Kind angestellt habe. Zum Beispiel, als Dimas Kumpel bei uns übernachtete und auf meinem Bett pupste, mit Absicht übrigens, habe ich mich natürlich für die brutalste Rache entschieden. Ich habe gewartet, bis es dunkel wurde, damit es nicht so viele Zeugen gab. Und Punkt um Mitternacht bewaffnete ich mich mit einer Gabel, schlich leise in das Zimmer rein, in dem er schlief. Und, obwohl, wisst ihr was, stellt das Video kurz auf Pause und schreibt eure Vermutungen in die Kommentare, was ich da gemacht habe. Ich bin schreiend auf das Bett gesprungen und habe ihn mit der Gabel bedroht. Natürlich wurde ich dann von Dima aufgehalten. Leider. Weißt du noch, als ich einen deiner Freunde verprügelt habe? Ach, Paul. Der Arme. Der hatte danach ein blaues Auge. Ja, und so bin ich übrigens auf die Idee für das heutige Video gekommen. Wir hatten ja vor ein paar Wochen so ein ähnliches Video und es kam super bei euch an. Also dachte ich mir, ihr wollt wahrscheinlich noch was davon sehen. Und bevor ich anfange, lasst schon mal ein Abo da und aktiviert das Glöckchen. Let's go! Erstens, wenn Kinder etwas sehr Wichtiges erzählen möchten. Und damit meine ich diese 2 Stunden, die sie dafür brauchen, um einen Satz zu bilden. Lina? Ja, was ist? Lina, ich war da und Lina? Ja, ich höre dir zu. Und das kann eine Ewigkeit dauern. Zweitens, wenn Kinder etwas sehr Wichtiges zeigen möchten. Lina, guck mal, was ich kann. Da bin ich aber gespannt. Hast du das gesehen? Wow, wie hast du das nur gemacht? Soll ich nochmal zeigen? Nein. Keine Ahnung, was dabei in ihren Köpfen abgeht. Für sie fühlt sich das wahrscheinlich wie ein Fallschirmsprung an. I believe I can fly. Und kennt ihr auch diese Kinder, die meinen, dass sie schon alles drauf haben und nichts Neues lernen müssten, weil sie ja schon alles können? Guck mal, wie schön ich tanzen kann. Drittens, wie kleine Kinder trinken. Und das machen wirklich irgendwie alle Kids gleich. Übrigens, dieses Ah, nachdem sie getrunken haben, ist einfach ein Muss. Lina, ich habe immer noch Durst. Okay. Mach ganz viel, ich habe so viel Durst. Gut, aber bist du dir auch sicher, dass du das alles austrinkst? Mhm. Okay, von mir aus. Viertens, Kinder und Smartphones. Das ist einfach der größte Fehler, den man machen kann, einem kleinen Kind ein Smartphone zu geben. Selbst wenn das Kind nur einmal mit deinem Smartphone gespielt hat, es wird dich nie mehr in Ruhe lassen. Nie. Lina, darf ich TikTok? Meinst du TikTok? Ja, das auch. Darf ich? Nein, ich bekomme sonst Ärger von deiner Mom. Du hast heute schon genug TikTok geschaut. Oh Mann, ich will aber TikTok. Nein. Bitte, wenigstens für 2 Minuten. Nein. Ich hasse dich und möchte dir eine saftige Ohrfeige verpassen. Wie bitte? Das ist für dich, du schmutzige Schlampe. Obwohl, gefühlt haben alle Kids heutzutage Smartphones. Fünftens, wenn Kinder unerklärliche Dinge machen. Ich mag Tomaten. Was zur Hölle tust du da? Versuchst du gerade den Teufel zu beschwören? Sie ist der Teufel. Sechstens, wenn Kinder mit ihrem Alter angeben, weil sie sich erwachsen fühlen. Yep, mir ging es genauso. Ich war so stolz darauf, dass ich endlich 3 bin und habe das absolut jedem erzählt. Ich bin ganze 3 Jahre alt. Ich habe wirklich auf allen Feiern nach meinem Geburtstag mein Glas hochgehoben und geschrien, auf 3 Jahre! Und weil ich jetzt so erwachsen war, dachte ich mir wirklich, dass ich über mein Leben selbst entscheiden konnte. Zum Beispiel, dass ich, wie übertreiben mal ein bisschen, bis 21 Uhr wach bleiben darf und Filme schauen kann. 3 Jahre. Weil halt... Siebtens. Wenn Kinder denken, dass sie irgendwelche Rechte haben. Oh mein Gott, der war gut. Kinder haben Rechte. Nehmt das bitte mit Humor. Natürlich habt ihr Rechte. Es ist einfach nur Spaß. Oder doch nicht. Und zehntens. Sehr wichtig. Und dieser Punkt hier geht nicht nur die kleinen Kinder an, sondern auch die großen Kinder, die schon über 20 sind. Ja, Dima, für immer ein Kind im Kopf. Ja.
Und zwar gibt es unter diesem Video hier einen roten Button, auf dem Abonnieren draufsteht. Und wenn er bei dir immer noch rot ist, dann musst du ganz dringend draufklicken. Ich scherze nicht. Und außerdem kannst du diesem Video hier einen fetten Daumen nach oben geben und dir diese zwei Videos anschauen. Das letzte Video von mir und eins von dem Kanal Mr. Wissen2Go Geschichte. Zu dem Thema Anne Frank. So entstand ihr Tagebuch. Und sonst wünsche ich euch allen eine wunderschöne und produktive Woche. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Abonnieren nicht vergessen. 3 Jahre.